Alla hopp, meine Freunde, wir sind jetzt hier mit dem Peter, Teil 2, die Budenrundfahrt. Gute Mutti, alles klar? Die Mutti, das ist eine Künstlerin. Oh, eine. Toll. Ja, und Mutti hieß er auch. Mutti, Fadi, alles klar, Fadi. Toll, Peter. Was ist das für ein YouTube-Kanal, den du da hast? Das ist ein toller YouTube-Kanal. Ja, ein Informations- und Belustigungskanal. Okay. TV Plautz heißt der. Der fast wie kein zweiter Unterhaltung und Informationsgehalt auf Top-Niveau zusammen wie kein anderer Kanal das tut. Und ein bisschen locker je nach Ereignis und Kundschaft. Ja. Sieht dann aus. Je nach Ereignis und Kundschaft. Jetzt fahren wir mit dem Peter die Rundfahrt hier. Woo! Mit dem Peter. Und es ist natürlich noch nichts los, das muss man dazu sagen. Hier weise ich immer auf die schönsten Eingänge außerhalb des Festgeländes, des eigentlichen Budens. Da geht's rein hier zum Schloss Graben. Ja, super. Und da sind die ganzen Rentner, die sich zusaufen heute. Viele. Nee, das ist, ursprünglich war das der Handwerker-Frühschoppen. Da haben alle Darmstädter Firmen und Handwerksbetriebe ihre Belegschaft eingeladen. Ja. Und deshalb gab es am Montag immer hier den Handwerker-Frühschoppen. Das ist inzwischen ein allgemeingültiger Frühschoppen geworden, der auch schon Tradition hat. Prima, das sind jetzt die erschienen sind. Wer hat noch zu? Wer hat noch zu? Das geht alles erst ab 14 Uhr. 13, 14 Uhr machen die erst auf. Aber man hat schon mal einen Eindruck über die Art und Weise, wie das Festgelände ist. Prima, Peter. Geil. Wohin? Nachher kommst du gar nicht mehr durch, das ist so voll. Ne? Doch, doch, ich fahr auch, wenn es rappelvoll ist. Ehrlich? Dann fahre ich eben Schritttempo. Ich habe hier so einen langsamen Gang und der fährt dann einfach nur Schritttempo. Jetzt bist du langsamer zur Sache, ne? Ja, aber wenn frei ist, da kann man schon mal, toll, Peter. Angehen. Das ist wirklich toll. So, oder? Da stehen auch schon ein paar. Wir fahren jetzt über den Wog und wieder zurück. Ich würde sagen, ja. Wunderbar, prima, da machen wir und dann ohne rum, also ich mache jetzt mal die komplette... Komplette Tour hier. Komplette Standorte. Das ist Legende, das ist der Schinderhannes, der macht hier die beste Spießparte. Da vorne haben wir, der ist auch immer, ist immer Betrieb. Sehr schön. Dann haben wir hier die Ochsen, der Ochse am Spieß, die Ochsenparte. Ochse am Spieß, jawohl. Und hier das Kräftemessen hier. Hau den Lukas! Hier geht es hoch zum... Hau den Lukas. Dass der arme Lukas immer gehaare werden muss, das verstehe ich überhaupt nicht. Den haben sie aber noch nicht totgehaare. Dann kann ich nichts anderes sagen. Du hast hier sogar Sonderrecht vor der Linienbusse, Peter, richtig? Nicht vor der Busse. Sonderrecht, ja. Ist ja auch der HEAG Mobilo angesiedelt. Ja. Und wir kooperieren gemeinsam. Prima. Und das sind Kollegen. Also ich bin im Prinzip ein Kleinbus hier, das dann auch... Guten Morgen, das ist die freundliche Begrüßung. Da sehen Sie jetzt sehr schön, wie hier aufgebaut wird. Da ist auch schon Betrieb, das geht jetzt langsam los. Wunderbar, Peter, das gefällt mir richtig toll hier. Heute Abend ist es rappelvoll, da kommt auch noch das Feuerwerk. Das glaube ich schon. Wie viel Uhr geht das Feuerwerk los? Ich glaube, so geht 22 Uhr. Oder im Anbruch der Dunkelheit. Das könnte man mal im Heftchen nachgucken. Aber heute wird noch gesoffen, bis die Korken krachen, richtig? Ja, es gibt ja unterschiedliche Klientel. Es gibt welche, die saufen sich zu und es gibt welche, die trinken genüsslich. Wie zum Beispiel ich. Wenn ich trinke erst, wenn ich Feierabend habe. Genüsslicher Kulturtrinker, ne? Ich trinke erst, wenn ich Feierabend habe. Jawohl, genau. Dann genieße ich einmal Schöpfchen. Weil Alkohol am Steuer ist eher... Ja, um Himmels Willen, schon gar nicht, wenn ich Personen fahre. Ist eher unproduktiv dann. Gute! Gute! So, hier, das ist einer... Komm mal hier durch, Peter. Den gibt es jetzt seit 3 Jahren. Ich grüße dich. Servus, ne? Hi, Gott, was hältst du? Ist das ein Hörgerät? Nein, no, das sind Kopfhörer. Ach, den Kopfhörer für die Musik. Also doch ein Hörgerät. Ja, sozusagen, ja. Mehr oder weniger. Ich wünsche dir was. Ein schönes Restfest. Ja, dir auch noch viel Spaß. Ja, danke. Prima, Peter. Das gefällt mir richtig toll hier. Und das toll! Ist, das ist natürlich abends super. Angenehm hier. Ganz, ganz toll. Schneidest du das dann? Nee, das wird so live reingestellt. Ja, mit deiner. Mit meiner Visage. Überschwängliche. Visage. Überschwängliche Kommentare. Ja, natürlich. So, das ist dann. Und das ist natürlich auch eine ganz tolle Atmosphäre. Flammkuchen, Burger, Wurst, Steaks. Gute! Ei, Gute hast du das bei uns. Und jetzt machen wir hier. Das wollte ich ja nur so kurz gezeigt. Ja, nachher!
Heute Morgen sind die alle beim Hausmann. Ist das hier ein Drive-In oder was? Ja. Ein Flammkuchen mit Bockwurst. Ich wollte es ihm nur mal gezeigt haben, dass er seine Klientel auch daher schickt. Genau. In diesem Sinne. Flammkuchen mit Bockwurst, bitte. Wünsche euch was Schönes Restfest. Genau. Restfest. So. Peter beim Rückwärtsgang. Ich habe mir den Rückwärtsgang. Ja, ja, da hinten sind Felsen. Da oh. Gucke. Aber das Hundchen ist ja ganz lieb. Ja, ganz lieb, ne? Ist schon Autofahren gewöhnt, die Kleine. Könntest du mich zur AOK runterfahren, Peter? Weil ich muss noch mal was abgeben bei der Krankenkasse. Das machen wir nachher. Ist das gleich oder? Ja, im Anschluss. Oder, das geht. Prima! Das geht. Geil! Das gehört zu den Wunschzielen. Die Fahrgäste können auch Wünsche äußern und dann mache ich das. Genau, prima. Dann fahren wir noch Herr Kotz zu der AOK. Und bis in der Odenwald zu meiner Oma geht auch. Das geht morgen. Wenn der wird heute Nacht wieder angeladen, ja, wird vollgeladen. Und wenn er voll ist morgen, führe ich den nach Lindenfels zurück. Der Standort von dem Gerät ist Lindenfels im Odenwald. Müsst ihr unbedingt, dort zum Beispiel veranstalte ich die heiteren Lindenfelser Erlebnistage. Immer. Herzlich willkommen. Und im Odenwald, Peter, sind bekanntlich die? Meine nicht, sag ich mal so. Die sind nach wie vor Shea-Worm. Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte, aber er hat die richtige Antwort hat er gekriegt. Gell? Ja. Peter, du bist ein toller, klasse Typ hier. So, weiter geht's. Weiter geht's. Jawohl, Rückwärtsgang. Fahren wir das Schiff sicher aus dem Hafen. Oh, das ist doch schon mal ganz schön. Ach ja, vielleicht noch ganz wichtig. Zum Heinerfest. Fahre ich normalerweise, also traditionell nehme ich, sind 9 Sitzplätze insgesamt inklusive Fahrer und normalerweise nehme ich die Stunde 70 Euro, darf man ruhig wissen, werden aber auf die 9 Fahrgäste aufgeteilt, also 80, 8 und 10 Euro pro Kopf für Stunde mit mir inklusive Comedy-Programm. Kinder, da könnt ihr nichts falsch machen. Heute zum Heinerfest. Mache ich es aber anders. Also wenn ich nicht ganz 9 Leute drauf kriege, nämlich 10 Euro pro Kopf, heute für die Heiner, weil ich habe sie ins Herz geschlossen und den Schlüssel weggeworfen, heute 5 Euro nur ermäßigt pro Kopf und mal gucken, ob er bereit ist, was zu bezahlen. Und Peter, wo kommst du her, Peter? Ich bin, oh ja, das ist interessant, ich bin ein bekennender Gesamthesse. Oh! Ein bekennender Gesamthesse, das darf man sogar mit. Ursprünglich? Ich bin in Wiesbaden geboren, war ungefähr, Wehrmachtszeit. Zu meiner Zeit als Bundeswehrsoldat in Mainz, in Andernach. Bin dann, habe Teile meiner Jugend in Frankfurt verbracht und habe mich dann 1963 im Großraum Darmstadt niedergelassen. Boah. Und hier habe ich mein Familienleben und mein Berufsleben sozusagen. Bist schon lange? Bis heute. Wahnsinn. Jetzt bin ich Rentner und lebe im schönen Lindenfels und habe natürlich... Du lebst aber in Lindenfels? Ich lebe auch in Lindenfels und habe aber eine innige Verbindung hier zu Darmstadt. Das ist immerhin meine Wahlheimat. Prima. So wie jetzt, aber schon seit über 50 Jahren. Wahnsinn, Peter. Lindenfels im Odenwald. Sag Odenwaldkreis, ne? Peter. Nee, Landkreis Bergstraße. Ah, Landkreis Bergstraße. Odenwaldkreis ist Erbach. Ja, ja, da bin ich ja geboren. Direkt nebendran ist das aber. Du bist Erbach. Ja. Du bist Erbacher. Ja. Erbacher! So, das ist jetzt alles noch, gehört alles noch zur Budenrundfahrt. Viel Spaß und schönes Restfest. Danke. Prima, Peter. Das wird auch das längste Video jemals wahrscheinlich. Wir sind jetzt schon bei 9 Minuten. Da vorne gibt es die Fleischspieße. Ja, und dann sollten wir auf alle Fälle nochmal. Ich gebe hier mal ein bisschen Gummi. Jawohl, gib mal Gummi. Zeig mal, was das Ding kann, Peter. Zeig mal, was das Ding kann. Das ist natürlich auch eine Idee. Kommen wir zur Geisterbahn hier. Warte mal, da fahren wir durch. Genau. Geil, Peter. Das ist auch so ein das sind dann die Abstecher, ne? Die man fahren kann. Exklusiv. Komm mal hier. Schönes Restfest. Toll, Peter. Ganz toll.
immer schön langsam. Hier ist natürlich dann abends, ist hier, da brennt die Hütte hier. Da brennt die Hütte hier abends, oder? Die brennt! Schönes Restfest! Die erste ruhige Budenrundfahrt. Genau. Sonst ist ja hier Remi Demi, gell? Geisterbad, das sind eigentlich die Fahrgeschäfte, die traditionell hier immer stehen, jedes Jahr, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber immer unterschiedliche Geisterbahnen, ne? Nee, eigentlich immer die. Ich meine, es wird immer die. Genauso okay. Wie dieser. Ja, das steht immer da, ja. Der steht auch immer da. Und der Kohl hier hat auch immer hier seinen Ausschank. Sein Stand und sein Ausschank. Jawohl. Getrunken wird immer. Richtig. Und das ist beim Moppel, das gehört zusammen. Gute Moppel! Da hinten immer. Das macht nichts, einfach gute Moppel sagen. Erich, gute! Gute! Bis später, euer Peter! Ah, Peter, gib Gas! Da macht er es jetzt. Und steht da die Polizei für unsere Sicherheit, Peter? Nee, das sind meine Freunde. Und die Freund und Helfer? Wir kooperieren. Freund und Helfer, Peter, ne? Ja. Wünsche ein stressfreies Restfest. Wie war es denn bis jetzt? Ganz gut? Wunderbar. Waren die Heinerinnen und Heiner brav? Gut. Und ihr habt eine Rundfahrt frei, wenn ihr Dienst frei habt. Habe ich den anderen auch alle versprochen. Gell? Man muss auch mal Lob aussprechen können. Gell? Für die Arbeit ist ja nicht so ganz leicht. Ne? Auch mal Lob aussprechen ab und zu. Alles Gute. Ne? Danke. Tschüss. Wir kommen durch alle, durch die engste Winkel, kommen wir. Jetzt gucken wir mal, wo und wie. Wo willst du jetzt noch langfahren, Peter? Über den Bug? Ich will ja kurz zum Hochzeichen. Ja, wo kenne ich schon, Peter? Aber kann trotzdem langfahren. Ja gut, dann brauchen wir nicht hin. Ich wohne ja auch hier in Darmstadt. Dann brauchen wir nicht hin. Wir können jetzt über die Achterbahn schnurstracks. Hier noch einmal jetzt kurz. Zur Rheinstraße. Ja, wenn du ein Heiner bist, dann brauchen wir. Krankenkasse können wir fahren jetzt. Also, ja, dann machen wir das doch. Schnurstracks, runter. Jetzt ohne Ruder, genau. Dann hast du deinen Schnitt, hast du genau. Da können wir auch nochmal beim Tragern vorbeischauen, im Wettbüro. In der Saalbaustraße, Peter. Ja, ich gucke mal, wie wir jetzt da runterfahren. So. Dieses Fahrzeug ist aber berechtigt, über alle ich kann alles fahren. Farben hinwegzufahren, egal ob rot, grün oder gelb. Beim Heiner fällt sowieso jetzt. Alles. Hier nicht, dort, die haben jetzt. So, und jetzt kann ich wieder. Die stehen kann ich wieder. Gut. Null Problem. Hier ist die. Jetzt fahren wir. Das ist der Security Pass. Ich wollte halt das auch noch gezeigt haben. Damit, zumindest, dass du es gerade gesehen hast. Prima. Ja. Das ist die Lizenz zum Durchfahren hier. Ah ja, da kommen die. Wo haben sie die Poller aufgestellt? Die Lieferantenfahrzeuge. Ah ja, seit die Vorkommnisse da in Berlin. Auch mal eine erhöhte Sicherheitsmaßnahmen hier. Ja, das sind alle Kollegen gerade in den roten Westen. Die sind alle von der Herren. Ja, prima, Peter. So, alle weiter. Siehst du, kriegst also ein bisschen die etwas sensiblen Stellen, die ich halt auch fahren kann. Ja. Mit den Kollegen. Hallo, Kollegin. Riesenauto hier. Richtig. Prima, Peter. So. Toll. Ganz toll ist das hier. Und wir sind schon bei fast einer Viertelstunde Aufnahmezeit. Das ist Rekord. Ja, du kannst ja mal ab. Du willst jetzt ein Armstück haben. Ein Armstück. Ich kann jetzt schneiden, Peter. Kannst du schneiden? Bist du ein Regisseur? Ich kann, ja, natürlich. Ich mache ja eigene Videoproduktionen. Ehrlich? Ich kann dann erst zusammenschneiden. Schick mir das. Und ich mache hier. Was machst du für Videoproduktion? Ich mach kleine. Ich bin ja Kabarettist auch. Ehrlich? Ja. Oh. Ich habe den Paar, die Kunstfigur des Pater Peter erfunden. Pater Peter? Und der macht seine. Spricht sein Wort Montag, gültig auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und vor alle Dinge am Sonntag. Prima. Und er hat dann so. Wo trittst du immer auf? Unten in der Comedy Hall? Nee, das sind Freunde von mir.
Ah, okay. Aber die haben ja ihr eigenes Programm. Ich bin nur Solist. Ah, okay. Ich mach. Gute Morgen. So, hier geht's langsam los, ja? Es war, schön gestern. Das war überhaupt ein geiles Fest. Ja, ja. Und es wird jedes Jahr besser. Ja, warte mal ab. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, gell? Ach, guck mal, ich mach das. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Ich hab 16. Da kann auch so viel passieren. Ich hab 16 Jahre mache ich das jetzt schon. Wir machen das 60 Jahre. Ja, so alt bist du noch gar nicht. Ja, aber meine Eltern. Haha, Spaß. Lass es gut gehen. Freund von mir. Ja. Jawohl, prima. Schaustellerfreund. Gute. Salm. Die Firma Salm. Ja. Genau. Tolle alles Firma. Gute. Das Hundchen lebt es auch. Schick mir das Ding, ich schneide das zurecht. Ja? Ich mach auch, ja, ich mache dann die. Aber es sind ja alles Highlights, Peter. Wir brauchen ja gar nichts rausschneiden. Ja, doch, man muss ein bisschen. Ich muss vielleicht ein bisschen eine geschickte Musik hinterlegen. Leise, ja. Begleitmusik. Dann muss ich dich ein bisschen korrigieren und ein bisschen. Zu viel, gut, ey, toll und so. Toll! Toll! Ja, so, und zwar mal, oder man macht das dieses toll ganz einfach so als wie nennt man das? Als Jingle. Genau, so, ja, Jingle. Das ließ ich eventuell machen. Ja, aber das ist, im Prinzip, gut, es ist Arbeit, ne? Ich muss es zurecht. Aber mein Markenzeichen, Peter, ist, dass es ungeschnitten ist. Hier, du sagst. Ja, nun, dann müssen wir es nicht machen. Dann müssen wir es nicht machen. Ja. Ja, guck, es sei denn, wir möchten eine neue Produktpalette aufmachen. Jetzt ist es rot und ich fahre trotzdem. Und er fährt trotzdem! Ohne, dass er einen Strafzettel bekommt. Wir können jetzt. Nee, da waren wir ja schon. Geradeaus, runter in die Rheinstraße, rettest mich raus. Wir fahren gerade raus. Prima. An die AOK nochmal kurz. Jawohl, das wäre lieb. So, gut. Dann gibst du mir dein Kärtchen. Pass auf, du kannst ja zwei Versionen haben. Du kannst die geschnittene. Du kannst das hier reinstellen, wie du es brauchst, wie du es willst. Hi, gute, schaut alle auf meinen YouTube-Kanal TV Plauze! Ja, da hättest du sie jetzt aufnehmen. Ach so, wenn du das nicht wolle, darfst du es nicht, gell? Also früher war die Presse, das Presserecht so, Menschen im öffentlichen Raum durftest du immer genau. Filmen und fotografieren. Ich weiß, das ich weiß, heute nicht mehr, heute musst du jeden am Arsch lecken, ne? Peter. Musst jeden fahren. Am Arsch lecken musst du den. Es sei denn, du hast Menschen von öffentlichem Interesse. Genau. Rockstars. Und die brauchst du nicht fahren. Oder Sportler. Ja. Nur die Privatsphäre musst du. So, hier haben wir das große Riesenrad. Toll. Toll. Wie viele Aufrufe hast du mit deinem Kanal? Ich habe 450 Abonnenten ungefähr. Okay, aber. Es geht noch. Wächst. Mit dir wächst das jetzt nach oben. Okay, und du bist hier ein Original. Natürlich noch ein bisschen. Ja, das sagt man so. Sagt man so, ne? Ja, ja. Und hier ist der Pommesmann links, Peter. Der Pommesmann, gut? Ja. Don Churros! Den lassen wir vorbei. Und der Herr, den lassen wir vorbei. Ja, Kollege. Gott. Nein, der will nicht fahren. Langsam fühlt sich's. Das geht. Das wird noch mal geil da. Es wird rappelvoll. Das ist ja der Höhepunkt des ganzen Festes. Ne? Mit abschließendem Feuerwerk. Jawohl. Und das Wetter hält heute noch mal, Peter. Es wird nicht regnen heute. Ne? Gute. Schöne Gruß an Lixhausen. Sag mal, du wärst auch immer jünger, gell? Ja, deswegen lebe ich ja noch. Ah ja, guck doch mal, den kenn ich schon seit 5 Jahren. Oder gute, was ja schon so aus. Und alles klar? Ja, bei mir, bei dir. Gut, Gerti, ja. Gerti ist doch tot seit 4,5 Jahren schon. Ja, 5 Jahre. Ja, die war doch schon seit Leben. Die wartet mal ein. Ja, es ist, aber für mich lebt sie noch. Sie ist mein Schutzengel nur. Das ist die Hauptsache. Ja? Aber sonst alles noch. Ich fahr mal runter. Das sind liebenswerte Kollegen. So was schönes Rechtsrecht. Ciao. Geil. Das wird das geilste Video das jemals. Das sind natürlich Begegnungen. Ne? Da hast du keinen Stress. Die Polizisten folgen. Weißt du, wenn du mit denen ein bisschen Kontakt hast, fragst du, und waren die eine brav und lieb. Und gute! Dann bringst du die Arme ein bisschen zum Lachen. Ne? Ja. So. Prima. Zumindest zum Schmunzeln. Prima, Peter. Weiter geht's. Jetzt sind wir gleich am Dammstädter Luiseplatz.
am Lange Louis. Ah ja, wenn du alleine bist, warst du ja Bescheid. Können wir auch hoch zum Lange Louis fahren mit dem Gefährt hier. Ja, aber nur mit dem Aufzug. Vom Flammlachs. Gibt's da Flammlachs. Da gibt es Entenhagel. Das ist der erste und einzige Einheitsfilm, den du bis jetzt gemacht hast? Nee, hat schon zwei, drei gemacht. Zwei, glaube ich. Zwei. Ja, kürzere Videos. Von diesem Jahr oder? Von diesem Jahr. Von diesem Jahr auch schon. Ja. Ja. Einen am Donnerstag, einen gestern. Ja. Ja, siehst du, jetzt ist es künstlich auf Geld. Was machen wir? Prima, Peter. Sag gleich hier. Soll der hinter mir rum? Ach gut. Alles Gute. So, jetzt fahre ich wie eine richtige Straßenbahn. Prima. So, wie die Straßenbahn. Und dann erzähle ich meinen Fahrgästen nicht mehr, dass ich die einzige Straßenbahn der Welt bin, die von der Schiene wieder runterfahren kann. Jawohl. Zumindest ist mir keine andere bekannt. Ja, jetzt geht hier die Adlungsstraße, die AOK, ja. Genau. Da willst du hin. Genau, da will ich hin. Da kann man jetzt aber die kleine Bodenrundfahrt. Jawohl. Alles klar, Hundchen. Hundchen. Wie heißt denn das? Das ist die Tequila. Das ist ja Tequila, das ist ja ganz ruhig. Ganze Liebchen. Die ist ja schon gewohnt, Peter. Die fährt gern und viel Auto. Die fährt gern Auto und Straßenbahn, ja. Da lacht sie immer. Lach mal. Da lacht sie immer. Die da Tequila. Ja. Und du machst halt bis zum bitteren Ende, Peter. Ich gucke mal, bis die Saft alles ist. Bis er wieder an die Steckdose muss. Ach, siehst du, das könnte passen. Ich hab da eine Idee. Mir ist nämlich das Kabel von meinem Ladegerät. Ja. Hat sich gelöst, dann hat er die Nacht nicht aufgeladen. Aha. Aber er ist noch halb voll. Hier komme ich ganz gut zurecht. Bei der langsamen Fahrt, da brauche ich nicht so viel. Da kann es sein, dass er das noch schafft, Hallöchen. Kann sein, dass er das noch locker schafft. Letztes Jahr habe ich der Oberfeuermeister um 12 Uhr Baum gefahren. Der Patsch? Der Patsch, der Jochen Patsch. Und war er voll? Ja, war er nicht. Bis vor die Haustür gefahren? Ja, mit der Familie, mit der. Ja, ich glaube, der hatte gestern noch und seine Frau war dabei. Das ist ja ein richtiges Privileg heute, dass ich schon mit Peter mitfahren kann. Jetzt montiert der Heinerleiner, wie er heißt, zum vierrädrigen Fahrrad mit Hilfsmotor. Schild. Normal darfst du da gar nicht rein. Guckst du im Schild? Ja. Ich bin jetzt Fahrrad. Jetzt ist ein vierrädriges Fahrrad mit Hilfsmotor. Jetzt ist ein Peter Fahrrad, Alter. Ich bin so schmal, da passt immer noch ein Auto durch. Und hier sind wir. Wollte doch zu der AOK. Ne? Genau, die ist gleich dahinter, Peter. Erstmal müssen wir noch an der schwierigen Straße hier vorbei, an der Wettbürostraße hier. Hier sind doch immer die Polizeieinsätze, Peter. Die sind mein Freund und Helfer. Ich bin ja auch der Freund und Helfer. SEK.
Hier ist doch die SEK Peter. Hier ist doch die AOK. Nein. Geradeaus noch weiter. Ohne ist die AOK. Ach, die AOK. Entschuldigung. Freund und Helfer. Nicht die AOK mit der DAK. Die AOK ist ja in der Casino-Straße bzw. Heidelberger Landstraße. Genau. Oder Heidelberger Straße. Da muss ich nachher rein. Hier? Da wird aber geschafft, vormittags. Nichts geht. Hier sind die ganzen Wettbüros, Peter. So, hier da muss ich. Du dich letztens spielabhängig, letztens ja, Euros für Spiel. Ja, das bin ich. Gott sei Dank. Peter ist ein grundsolider, vernünftiger Kerl. Ja, sagen wir mal halb konsoliert. Ein hessischer Bub. Ein hessischer Bub, richtig. Ein hessischer Bub. Ein hessischer Bub, AOK. Der kommt aus Norwegen, der Mann. Ist das AOK nicht hier? Kommen Sie aus Norwegen? Haben Sie schon einen Schopper getrunken heute? Nö. Da wird es höchste Zeit. Höchste Eisenbahn wird das jetzt. Also ein bisschen früh, aber heute ist Frühschoppe-Zeit. Genau, Frühschoppe, früh. Frühschoppe! Wo willst du denn rein? Ja, hier, Peter, direkt bei der AOK. Dort oder dort? Hier. Wo hier? Hier ist die AOK. Und lässt mich hier raus. Moment mal, da kannst du. Bude! Da ist doch der Eingang. Genau. Und nicht da. Siehst du, der Endstau hochfahren können? So, mein Lieber. Ist das deine Endstation oder soll ich auf dich warten? Das ist die Endstation, Peter. So, guck mal. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute in die Zukunft. Wir schauen, was das Popone hergeben kann. Ja, du guckst. Ich drück dir schon mal die Hand. Genau, prima. Ja, von lebt der Peter. Nein, da lebe ich nicht von. Aber das ist zum Unterhalt. Und das ist mein Kaffeekästchen. Und da kommen dann die Freiwillige, da kommen die freiwillige Spende rein. Ja, genau. So pro Kopf ermäßigt statt 10 Euro, 5 Euro. Genau, prima. Gell? Bis dahin. TV Plauze, danke fürs Zuschauen und bis bald. Auf dem besten Kanal in Deutschland. TV Peter. Plotze oder so ähnlich. Plauze. Genau.